Hallo, ihr süßen Puppis. Ich bin's, eure Jurassic Park, mal wieder live aus Berlin. Und ich bin heute mal im Herzen der Stadt, wo ich eigentlich total selten bin, weil ich die Mitte Berlins eigentlich ein bisschen beschissen finde. Wir sind nämlich fast am Alexanderplatz. Da war ich ja letztes Jahr zum Weihnachtsmarkt 2016 mit meiner Tochter Weihnachts. Da ist der Klausi. Der Klausi hat jetzt schon ein Parkticket geholt, weil wir sind nämlich heute eingeladen zu den Nikolai-Festspielen im Nikolai-Viertel. Wer es nicht weiß, das Nikolai-Viertel ist sozusagen ja, ein Teil Ur-Berlins, ein der ältesten Teile Berlins. Berlin ist ja eine der wenigen Städte, die eigentlich so gar keine Altstadt hat. Und deshalb, heute seht ihr mal so die rudimentäre Altstadt Berlins. Hier seht ihr schon ein schönes Banner. Nikolai-Festspiel, heute ist der 26. August 2017 und ich werde heute Gast sein bei Margot Schlönskes queerem Kaffeeklatsch. So, jetzt sind schon zwei weitere Transvestiten gekommen, guckt man da. Also da, wo es leuchtet und funkelt, da sind die Paillettenmonster. Die kennt ihr schon, das ist Margot. Hi. Ja, genau. Und die ist neu, die kennt ihr noch nicht. Hallo. Ja. Ein junges Talent. Ein junges, ganz junges Talent. Man sieht ja jedes einzelne Jahr aber an. Ich klugscheiße jetzt mal kurz. Ihr könnt mich beide unterbrechen, wenn ich was Falsches sage. Und zwar, ja. Berlin war ganz früher, ja. Um 1200 rum, waren Berlin mal zwei kleine Städte. Und zwar Köln mit C und Doppel-L und Berlin. Berlin war auf dem Festland, Köln war auf der Spreeinsel. Es waren beides Inseln, aber Köln war die größere Insel. Jedenfalls, und da wurde, also das wurde durch einen Spreearm getrennt und irgendwann wurden diese beiden kleinen Städte wurden dann zusammengefasst zu ganz Berlin. Ein Zentrum ist dann die Nikolaikirche, die ist da vorne. Hallo, heute erst heute Nachmittag. Sehr klein sind sie. Ja, meine Güte. Ja, hallo. Klein, aber oho. Da ist die Drescher und sie hat ihr bequemstes Schuhwerk angezogen. Ich dachte mir, ihr werdet alle sehr konservativ aussehen, da komme ich mal wie eine ja. Nutte. Ja, endlich nuttig. Da. So hat sich die DR damals Altbau vorgestellt. Margot, was meinst du zu diesem Altbau-Plattenbau? Du, ich habe ganz viele Fotos gesehen vom Nikolaiviertel so nach dem Krieg, so 50er Jahre. Und du wirst sehen, da stand wirklich so gut wie gar kein Haus. Es waren ein paar Häuser. Ja. Und viele der Häuser, die heute noch aussehen wie Altbau, sind auch gar keine Altbauten. Damit meine ich nicht diese Plattenbauten, doch. Echt? Sondern andere Altbauten, wie das hier zum Beispiel. Das sind keine Altbauten? Das hat Studio Babelsberg gebaut wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie das gebaut wird. Das ist natürlich jetzt halt auch mit dem Kopfsteinpflaster. Das ist halt sehr, sehr travestieunfreundlicher Untergrund. Guten Tag. Das sind auch die Plattenbauten, von denen ich sprach. Das ist süß gestaltet hier. Och, ich würde gern Weihnachtssachen kaufen. Guck dir das an. Süß. Oh, stehe ich im Weg? Tut mir leid. Verdammt. Guck mal hier, ist das süß. Komische Häkelsachen. Naja, egal. So, wo ist denn mein Mann? Oh Gott, das ist alles sehr trutschelig hier. Sehr. Guten Tag. Oh, hier wird aber eingerichtet. Meine Güte. Guckt euch das mal an. Ein Traum in Brokat. Meine Güte. Guck mal hier. Wir sitzen jetzt schon mal an unserer Bühne. Ich zeige euch jetzt mal meine Bühne. Wenn die ganzen alten Leute vorbeigelaufen sind. Noch, warte noch einen. So jetzt. Da sitzt gerade noch eine lustige Frau, die liest irgendwelche Geschichten vor. Destiny hat sich jetzt ein Stück Kuchen erstmal geholt. Destiny hat nämlich Hunger. So, hier könnt ihr jetzt direkt auf die Spree gucken. Guck mal. Da ist der Dom. Da seht ihr die Baustelle vom Humboldt-Forum, der Wiederaufbau des Stadtschlosses. Ja. Das hier ist ein Haus. Ich erkläre euch jetzt noch mal kurz unseren Job heute. Wir sind heute zu viert, vier Damenimitatorinnen. Und wir machen heute eine Art queeren Kaffeeklatsch und
bringen das queere Berlin, die Geschichte des queeren Berlins, den Touristen etwas näher. Außerdem gehört zu unserem Job dazu, dass wir auch ein bisschen immer hier auf den Nikolai-Festspielen rumlaufen und einfach schön sind. Das machen wir jetzt gerade in diesem Moment. Und wir suchen aber auch noch Margot Schlönske und Tilly, weil die wollten uns eigentlich Bescheid sagen, wenn sie rumlaufen, haben sie aber nicht gemacht. Diese blöden Scheißkühe. Guck mal, da ist auch Travestie. Guten Tag. Aufgrund unerwarteter technischer Probleme kann der Jules Verne-Ballon leider nicht aufsteigen. Ist aber jetzt sehr schade. So, ich habe jetzt eigentlich auch so, ich könnte so eine Wurst essen. Achtung, Vorsicht, Glas. Die darf man nicht berühren. Warte mal. Okay. Guck dir das an. Oh, ihr seht ja schön aus. Dankeschön. Hallo. Was sieht schön aus? Das Eulchen. Ja, die ist süß. Ne? Ich habe leider Angst vor Eulen. Das ist das Problem. Eulen sind gruselig. Los. Meine Güte. So, mal hier. Hier ist die Nikolaikirche. Die ist aus echten Felssteinen erbaut worden. Und zwar Anno Knups. Margot, ihr wolltet uns Bescheid sagen, wenn ihr losgeht. Ja, Bescheid. Wir wurden entführt. Das ist die Biene. Ganz alte, das ist die Biene. Das ist die Biene. Schau an. Die hat aber komischen Schmuck. Die hat aber sehr speziellen Schmuck, die Biene, ne? Ja, die hat einen speziellen. Sehr speziellen Schmuck. Hier auch mit so Augen. So, jetzt aber. Jedes Foto? 5 €. Genau. So, ihr Mäuse, also wir sind jetzt fertig mit dem Essen. Wir haben jetzt gerade ein Bratwürstchen geholt. War total lecker. Hast du auch eine gegessen? Nö, ich habe nur gerochen. Ich zeige euch jetzt vorher mal, wie unsere Bühne aussehen wird. Einen kleinen Moment. Hier so. Sogar mit einem echten, unechten Kuchen. Guck mal hier, der ist nämlich aus Made in China. Was denkt? Ich weiß jetzt gerade und frage das Publikum. Ich drehe die Kamera einfach mal um. Keine Frage, so fängt auch. Ja. So, hört mal auf zu schnattern, ihr Süßen, da ist eine richtige Frage aus dem Publikum. Wow. Ich möchte eigentlich gerne noch ein kurzes Zwischenresümee. Wie ist es denn bislang? Sehr, sehr lustig, sehr unterhaltsam. Die Leute sind so wunderbar aufmerksam und zauberhaft. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Und da seht ihr jetzt hier nochmal alt, alt, Platte. Süß. Ich habe mir einen Rucksack gekauft. Guck mal, ist der süß gestaltet. Und ich hasse sie, weil du den letzten bekommen hast. Und das war der letzte seiner Art. Und ich finde den so süß. Klausi, wie findest du meinen Rucksack? Süß. Süß. Und in einer halben Stunde geht's weiter mit dem zweiten Teil von unserem queeren Kaffeeklatsch. Und dann reicht's aber auch. Destiny, was isst denn du da? Nix. Wir naschen. Ihr nascht? Wir naschen. Käse-Sahne-Torte. Mmh. Meine Güte. So, ihr Mäuse, wir sind jetzt durch. Der zweite Teil ist jetzt gerade fertig und es fängt langsam an zu tröpfeln. Deshalb, wir gehen jetzt einfach mal nach Hause. Ich muss ja doch den ganzen Transvestiten tschüss sagen. Das sind keine Transvestiten, das sind echt. Tschüss. Waren wir ein innerer Reichsparteitag? Mir auch. Oder ein inneres Kreuzwalder. Straußwalder, wie heißt sie denn? Schwarzwälder Kirschtorten pflücken. Genau. Ein schöner Frankfurter Kranz. Oder so. So, jetzt sage ich noch der dicken Tschüss. Du hast aber einen schönen Lippenstift. Ja, der ist von Nix. Ja. Wir hatten dir den empfohlen. Meine Mutter. So. Und hier den Männern sage ich auch noch tschüss, 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 tschüss. Und jetzt sage ich noch der Ältesten von allen. Tschüss, das tut mir leid. Du warst großartig. Du auch. Du warst viel toller als ich. Du hast toll getanzt. Ja. Jurassic hat getanzt. Hast du das auf Video aufgenommen? Nein, zum Glück nicht. Ich möchte auch nicht, dass das im Internet zu sehen ist. Jurassic hat Beine geschwenkt. Sie hat die schönsten Beine gehabt. Das stimmt. Ja. Folgt mir auf YouTube, auf Instagram, Facebook, Twitter und natürlich Snapchat. Und bis bald, ihr süßen Mäuse. Vergesst nicht, dass am 7. September der Relaunch meines, ja, ich möchte sagen, äußerst relevanten Magazins, attraktiv, das Star-Magazin, Premiere feiert, und zwar Staffel 11 um 18.30 Uhr am 7. September. Seid gespannt. Und jetzt winke ich nochmal Touristen, mal gucken, ob jemand zurückwinkt. Hallo. Es winkt keiner zurück. Doch, winkt keiner. Es winkt keiner. Es winkt keiner zurück.
Das kann doch nicht wahr sein. Touristen sind auch nicht mehr dasselbe. Sharing is caring.